Ich glaube, es ist jetzt Zeit, mal aufzuhören. Hallo und herzlich willkommen zu Jims Mediathek. Wisst ihr eigentlich was? Obwohl ich jedes Jahr meinen eigenen Spotify-Hörzeitrekord breche, habe ich in der Mediathek noch gar nicht von Musik erzählt. Und diese Woche kam dann aber Gott sei Dank eine Nachricht von Basti aus Merseburg. Und der hat uns die Band The Sing Team empfohlen. Da ich aber mehr so der audiovisuelle Typ bin, dachte ich mir, gucke ich mir ein paar Videos von denen an. Und ich denke, am besten schauen wir da mal gemeinsam rein, denn Musik kann man schwer beschreiben. Musik muss man hören, aber vor allem fühlen, oder? Wir hören ja im Gottesdienst immer, wir sollen Freude in Christus haben. Und ich finde, diese Band strahlt sowas von diese Freude aus. Das ist unglaublich. Ich meine jetzt immer, wenn ich diese Musik höre, lande ich in meiner eigenen, heilen, lässigen, bunten Welt. Und man kann auch anders in einer ganz anderen Welt landen. Zum Beispiel, indem man prokrastiniert. Also indem man andere Sachen macht, während man wichtigere Sachen aufschiebt. Aber aus Prokrastination kann dort was Gutes entstehen, zum Beispiel ein Beitrag für Jims Mediathek. Und Jenny, du erzählst uns jetzt mal, wie das bei dir war. Ja, ich bin ehrlich gesagt selber noch ein bisschen überrascht, wie sich sowas manchmal entwickelt. Letzten Dienstag saß ich an meinem Schreibtisch und musste eigentlich Uni-Sachen machen. Aber wie das so ist, habe ich dann Netflix geöffnet, ein bisschen durchgescrollt und bin auf eine Doku gestoßen über die Lesereise von Michelle Obama, die sie zu ihrer Autobiografie gemacht hat. Ich habe gedacht, okay, Michelle Obama, bestimmt ganz interessant. Von dem Buch habe ich auch schon Gutes gehört. Aber eine Doku über eine Lesereise klingt ein bisschen langweilig. Aber das ist schon okay. Dann setze ich mich danach wenigstens wieder an meine Aufgaben. Ja, Pustekuchen. Ich war so gefesselt von diesem Film, von dieser Doku, dass ich Becker danach auch erstmal eine Nachricht geschickt habe und gesagt habe, ich möchte darüber reden. Ich finde es so toll. Denn in diesem Film geht es um mehr als eine Lesereise. Es geht um Rassismus, Sexismus, Mut, Armut, Diskriminierung, aber auch um den Glauben. Und an einer Szene möchte ich euch gern teilhaben lassen, denn die hat mich zum Heulen gebracht. Nein, nicht zum Weinen, zum Heulen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Ich finde diesen Zusammenhalt und diese Zuversicht echt genial und wie sie Gott feiern zu solch einem traurigen Anlass. Und ich glaube, genau das ist dieser Punkt, den viele Menschen nicht verstehen. Wieso sollten wir Gott feiern, wenn er so etwas zulässt? Die Antwort auf diese Frage ist ziemlich persönlich und individuell. Deswegen kann ich euch jetzt keine geben. Aber sucht euch eine, denn es macht wirklich vieles einfacher. So, Preach Mode aus. Wobei, bei unserem heutigen Gast geht es im Kern auch um eine Predigt. Aber ich lasse Ingrid lieber selbst erzählen. Hallo, mein Name ist Ingrid und ich habe heute eine ganz besondere Empfehlung. Es hat sich ja so viel verändert in den letzten Wochen und Monaten, dass sogar ganz traditionelle Formate wie ein Gottesdienst, den es ja schon jahrhundertelang gibt, in die digitale Welt abgewandert sind. Und auch jetzt nach den Öffnungen dauert es noch ein Stück, bis es so richtig voll losgehen kann. Und deshalb haben sich ein paar kreative Leute überlegt, wie kann man das Gute aus beiden Welten verbinden. Und so könnt ihr am 28. Juni den ersten Crossover-Jugendgottesdienst erleben. Der Apostel Wittig wird ihn in der Neuapostolischen Kirche in Weimar feiern und er wird außerdem auch noch in weitere Gemeinden, wie zum Beispiel nach Gotha, nach Aue, nach Plauen und noch ein paar weitere, übertragen. Und es gibt auch Begegnungen vor Ort und ein bisschen Gemeinschaft. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum denn jetzt auch in der Mediathek? Naja, es wird natürlich auch per YouTube live gestreamt. Also schaltet euch zu am 28. Juni um 14 Uhr. 13.30 Uhr geht das Vorprogramm los, also schaut rein, gebt uns Feedback, sagt, ob es weitergehen soll, was euch gefallen hat und was ihr noch erleben wollt. Bleibt gesegnet bis dahin. Danke, Ingrid. Ich freue mich schon mega drauf. Übrigens, neulich hat uns Jims Grafikerfreund Manuel gefragt, wie wir es nach all den Wochen noch schaffen, Jims Mediathek mit Inhalten zu füllen. Und klar, manche bekommen wir vom Recherchieren schon so richtig viereckige Augen. Aber wisst ihr, wer die Mediathek wirklich ausmacht? Das seid ihr mit euren Tipps. Also bitte macht weiter so und schickt eure Empfehlungen an jim.pocket20@gmail.com oder einfach per privater Nachricht auf sein Insta-Profil. Und übrigens, die Mediathek kommt diesmal erst wieder in 3 Wochen, denn für die Freitags-Primetimes dazwischen haben wir noch ein paar Videos in petto, die wir euch nicht länger vorenthalten wollen. Aber gut für euch, so habt ihr 1 Woche länger, um uns eure Empfehlungen zu schicken. Tschüss, ihr Musikversessenen, Doku-Fans, Jugendlichen, einfach all ihr lieben Leute. Das war's für heute. Danke, ciao und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.